gerade den Informatikteil davon nicht. Und die stellen sich darunter dann eben durchaus was ganz anderes vor, was man eben so als Germanist oder ähnliches dann gelernt hat. Also ich denke, das ist wirklich eine Forderung, die sich zum Teil durchaus an die Unis, an die Länder richtet, die aber natürlich auch ein bisschen eine Finanzfrage ist. Nicht? Also nur wir wissen und so weiter, das hilft ja nichts. Herr Schulz, mögen Sie? Denn wir, ja. Also ich, mir ist das Problem vollkommen bewusst, wir sind da so ein bisschen im Henne-Ei-Problem. Also bei mir in der Schule, als ich da noch war, ab der 7. Klasse Informatikunterricht, das hat ja der Sportlehrer gemacht. Ne? Aber da, also im Endeffekt haben wir uns das dann da alle selber beigebracht, was auch gut war. Aber ich will da mal, klar, das ist ein Problem, und das kriegen wir jetzt auch nicht so schnell weg, aber wir müssen jetzt ehrlich mal anfangen. Es gibt zum Beispiel ein paar Schulen, die da einfach ganz interessante Projekte machen, die lassen das dann die Schüler machen. Da gehen die Schüler in die Klassen und erklären ihren Schulkameraden, zum Beispiel in der Schule jetzt hier in Ottobrunn bei München, zwei Neunklässler, zwei Zehnklässler, die gehen durch die Klassen und erklären nicht nur den Schülern, sondern auch den Eltern und den Lehrern, wie man zum Beispiel die Datenschutzeinstellungen bei Facebook macht. Mhm. Ja? Die haben sich da einfach richtig reingefuchst, haben das wochenlang geschaut, gelesen und so weiter und bringen das ihren Mitschülerinnen und Mitschülern bei. Und das sind zum Beispiel Methoden, wie wir diese Phase überbrücken können, sonst werden wir immer in dieser Henne-Ei-Rotation bleiben. Ja. Reichen Sie bitte gerade weiter, Dankeschön. Ja. Also ich denke, als D21 betrachten wir die Medienkompetenz noch ein bisschen breiter. Ich stimme mit 100% zu, dass wir Medienmethodik und Mediendidaktik den Lehrern mit auf den Weg geben müssen. Das Medienkompetenz heißt nicht nur, wie glaubwürdig sind Daten, wenn sie woher kommen, sondern wir müssen auch die Methodik und die Didaktik umlernen, denn wir gehen weg von einem Frontalunterricht hin zu einem kollaborativen Lernen. Wenn ich mit Notebooks zum Beispiel lerne, das ist eine komplette, ein Kulturwechsel, ein Kulturschock für viele Lehrer, den sie auch nicht mehr mitmachen möchten. Wenn vorne im Klassenzimmer nicht mehr da ist, wo der Lehrer ist, sondern da, wo die Schüler sind. Das ist ganz wichtig, dass wir die Lehrer mit auf die Reise nehmen, keine Frage. Aber Medienkompetenz heißt eigentlich auch Medienkompetenz für lebenslang. Wir haben die DM20 1999 gegründet, weil wir den digitalen Graben in der Gesellschaft befürchtet haben. Die Spaltung der Gesellschaft, in die digitale Medien nutzen und solche nicht. Und dieser Graben befüllt sich einfach über Zeit. Da unten ist er zugeschüttet. Wir machen neue Gräben auf. Und in zunehmendem Maße, wenn wir Bürgerdienste vom Staat bekommen, haben wir eine Gruppe von Menschen, die daran nicht mehr teilnimmt. Und dieser Graben bewegt sich Richtung ältere Menschen, die Online-Angebote nicht wahrnehmen, weil sie also die Medien nicht benutzen, weil dort auch kaum Möglichkeiten, geförderte Möglichkeiten gibt, sich mit den Medien auseinanderzusetzen. Dann haben wir einen Graben, der sich nach hinten verschoben in die älteren Leute. Und wir haben auch dort Medienkompetenz zu vermitteln. Das ist also ein lebenslanges Lernen, das eigentlich im Kindergarten angeht. Wenn man zum Beispiel sprachfördernde Maßnahmen für Integration am PC macht, ist das äußerst erfolgreich. Es gibt Modelle, die über viele, viele Jahre gelebt wurden. Also die nichts mit IT zu tun, das ist das nur ein Medium. Und genauso sollte man das Medium auch im Unterricht in der Schule, im Studium verstehen. Ist das jetzt nicht das Schulbuch, ist das jetzt nicht der Lehrer? Es ist ein weiteres Medium, mit dem man im 21. Jahrhundert lernt. Ja, aber das gerne doch. Also erstens, ich glaube, wir werden uns hier immer sehr schön einig auf dem Podium, wahrscheinlich sogar in diesem Saal, aber ich will mal nur sagen, in welcher Welt wir dann politisch leben. Das bedeutet, wir haben lange einen Streit um die Frage, brauchen wir Ganztagsschulen? Und dann haben viele gesagt, nicht, mit den Konservativen, ja eigentlich braucht man das nicht, die Eltern und so weiter. Da hat sich aber einfach die Gesellschaft verändert, dann gab es einen politischen Konsens, wir brauchen mehr Ganztagsschulen. Ich glaube, den politischen Konsens gibt es. Und dann hat der Bund gesagt, na okay, eigentlich dürfen wir nicht. Um es dazu sagen, verfassungsmäßig ganz klar, sind die Länder zuständig, zusammen mit den Kommunen. Und das ist Verfassungszustand. Da gibt es aber in der Verfassung ein kleines Schlupfloch. Wenn da sozusagen die wirtschaftliche Imbalance ist, wenn Not am Mann ist, dann kann der Bund auch mal einstellen. Dann haben wir diesen Artikel genommen und haben Geld gegeben. Und Ganztagsschulen waren plötzlich da. Geld für Ganztagsschulen. Sicher natürlich nicht die Lehrer, was wir gemacht haben in der Struktur. Da sind die voraussetzlichen, gebäulichen Voraussetzungen geschaffen worden. Brauchen wir auch. Man braucht ja Räume, in denen es passiert. Man muss ja auch Essen anbieten, also braucht man Kantine und so weiter. Und dann hieß es, großes Aufschrecken, um Gottes Willen, der Bund mischt sich ein. Und dann wurde die Verfassung geändert. Jetzt haben wir ein sozusagen noch stärkeres, jetzt haben wir nicht nur ein, früher hatten wir eine verfassungsrechtliche Ordnung, dass wir nicht zuständig waren. Jetzt haben wir so ein Kooperationsverbot nach dem Motto, egal wie schnell.
unserer Bildung geht. Aber der Bund darf uns nicht helfen. Was ist denn das? Und ich glaube, das sollte der Bürger wissen, dass wir sozusagen eine Verfassungsänderung endlich wieder zurücknehmen. Wir müssen weg von dem Kooperationsverbot. Das gehört sich nicht. Eine Verfassung, die verbietet, dass der eine helfen kann,